Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin hier in diese Welt geworfen nach so langer Zeit und ich hätte Lust, irgendwie was Neues zu entdecken. Ich meine, unsere Höhle da hinten, die wir da so alle so erschlossen haben, die kennen wir ja inzwischen. Viele haben wir schon total durchforstet. Ich meine, die Minen und so weiter. Ich würde gerne eine andere Höhle finden. Obwohl das mit der Diamantspitzhacke vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Hallo Schafe. Heute gibt's lecker Pilzsuppe. Was haben wir denn da hinten? Das sieht doch hier noch interessant aus. Gibt's da vielleicht eine Höhle? Nee. Nee. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Oh, da hinten hat was gebrannt. Ein gebranntes Kind. Da sieh mal einer an, ein Skeletto. Hallo. An meiner brennenden Liebe. Oh, schon tot. Ja, zu viel Liebe kann dich töten. Ach ja, ist auch ein Song von Umf. Ne? Umf kennt ihr vielleicht? So Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Oder links, rechts, geradeaus, ich bin im Labyrinth. Umf, das wissen ja viele nicht. Oder viele, die sich nicht damit beschäftigt haben, gibt es ja länger als Rammstein. Und Rammstein hat sich ja quasi von uns inspirieren lassen. Oh, was haben wir denn da unten? Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, so weit weg von zu Hause. Ne? Es ist ja... Gut, ich muss mir ja keine Sorgen machen. Ich bin ja Lava-immun, ne? Das wisst ihr ja. Da kann mir ja nichts passieren. Alter, was ist denn das für ein Ding? Ich muss da runter. Ich muss. Ich hab so viel Scheiße dabei. Ich meine natürlich Schrott, ne? Nicht Scheiße, sowas sagt man nicht. Sowas sagt man nicht. Wie komme ich denn hier runter? Oh! Ja, so zum Beispiel. Ich wollte mal demonstrieren, ne, wie man schneller runterkommt. So, jetzt überall so Höhleneingänge. Das ist ja gefährlich hier. Ich mach mal hier so. So. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht, aber egal. Wir haben ja genug Stein dabei. Zufälligerweise. Ich habe ja wirklich nicht aufs Inventar geachtet. Da muss ich... Da bin ich natürlich nicht so Profi jetzt hier, ne? Das ist... Wollen wir erstmal hier reingucken? Erstmal was ich kann. Hallo? Hallo? Ich höre was. Wenn jetzt ein Creeper kommt, ne? Dann kotze ich im Strahl. So, hier ist erstmal nichts, außer ein bisschen Eisen und Kohle. Das lassen wir jetzt mal liegen. Das lassen wir liegen. Da haben wir ach, da geht's noch runter auch noch. Hallo? Erstmal hier oben gucken, nicht, dass uns dann was auf den Kopf springt. Da ist nix, das ist sehr schön. Gucken wir mal hier. Kommen wir denn hier irgendwie gekonnt runter? Ja, natürlich. Alter, wo sind wir denn hier? Ich glaube, die war verschwendet, ne? Die hauen wir lieber hier hin. Oh. So, damit wir dann hier wieder hochkommen. Hallo? Ist da jemand?
okay, da kann zumindest nichts raufkommen, ne? Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Da kann nichts hochkommen, außer meine Galle. Was haben wir denn hier noch? Lieber alles ausleuchten. Ich will einfach nicht, dass uns danach irgendwas von hinten angreift, ne? Ich bin da sehr schreckhaft. So, eigentlich müsste ich ja hier, aber egal. Es ist ja... Man kann es auch übertreiben. Alter, wie dunkel das hier ist. Hallo, ich bin der Wachile. Ernsthaft? War es das jetzt gewesen? Ja, das ist jetzt ein bisschen traurig. Scheiße, es wird Nacht. Und wir sind so weit entfernt von zu Hause. Ja, das war wohl nix, ne? Jetzt dachte ich, ich hätte hier eine geile Höhle gefunden und dann sowas hier. Hallo? Ist hier vielleicht was? Was ist das hier? Nix. Super. Wir haben nix gefunden. Willkommen im Nix. Ja, was wollte ich denn noch erzählen? Ich hatte noch anderes Zeug. Aber es fällt mir gerade nicht ein. Das ist eben das, ne? Man versucht sich auf irgendwas zu konzentrieren. Ich glaube, ich laufe mal. Und dann passiert ein sowas. Alter. Du kriegst mich nicht. Was denn das hier? Ach, so ein Schaf. Ich dachte gerade, was denn das für ein Zombie ist. Oh, Spinne. Ja, komm. Ich hau dich runter, du Sack. Ja, will noch jemand was? Will jemand was? Hier ist Lava. Kommt Lava. Komm, ich schwimme in Lava. Ihr habt keine Chance, weil ich Lava-immun bin. Ja, ich hatte ja so erwähnt, dass ich kürzlich noch Minecraft gespielt habe, aber nicht lange, muss ich zugeben. Ich war auf einem Server. Auf einem Server. Und zwar auf dem von der Christine. Christine! Da ist ein Zombie. Na komm her, du Sackgesicht. Ich mach dich kalt. Und danach knall ich deine ganze Verwandtschaft. Nee, lieber nicht. So, wo ist denn hier unser Bettchen? Oh, da ist ein Zombie in einem Haus? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist das in dem Haus gespawnt? Da ist tatsächlich ein Zombie drin. Nee, nicht. Oh. Na, Hallöchen! Liebe Nachbarschaft, Alter, ist das laut. Was ist denn hier los? Die wollen alle zum Konzert, ne? Ich hab's doch geahnt. Ich glaube, ich muss die Dingensgeräusche ein bisschen leiser machen. Aber ich versuche jetzt erstmal zu schlafen. Falls das geht, ja, es geht. So. Was wollte ich tun? Genau, ich wollte die Lautstärke der Dingens hier ein bisschen leiser machen. Wo mache ich denn das? Feindliche Kreaturen. Machen wir mal auf 70. Spieler ist okay, glaube ich. Wetter? Wetterlautstärke? Ach so, das ist sicher Regen und so. Mache ich auch mal auf... Das mache ich lieber auf 60. Oder sogar ein bisschen tiefer, weil der Regen ist schon ziemlich laut, wenn er dann... Ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, freundliche Kreaturen machen wir mal auf 60 auch, ne?
Atmosphäre, Umgebung lassen wir mal. Ja, ich denke, so ist okay. Wir werden sehen. Ist natürlich nicht so schlau, während der Aufnahme im Spiel drinne diese Einstellungen zu verändern. Ne? Und, kann sich dann auch auf die Aufnahme natürlich auswirken, beziehungsweise auf die Wiedergabe, ne? Wenn du das hier wiedergibst. Wie ein Wiederkäuer. Ich überlege gerade, wir waren doch mal irgendwo in der Ferne. Wir waren doch mal irgendwo in der Ferne. Oh, der Dorfbewohner ist ein bisschen näher gekommen. Der müsste doch langsam checken, dass da hinten sein Haus ist. My house in the little of my Dingens. Keine Ahnung. Na komm, da hinten wohnst du. Komm, geh nach Hause. Geh nach Hause. Mr. Nase, geh nach Hause. Da wohnt, da wartet schon die Mutti. Die habe ich aber schon getötet. Nee, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, warum da so viele Dorfbewohner weg sind. Ich habe doch gar nicht... Habe ich da geschlachtet? Nicht, dass ich wüsste, oder? Ich wüsste echt nichts davon. Naja. Wo sind wir denn damals lang gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich ohne Kompass hier, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Inzwischen ist ja eine neue Minecraft-Version rausgekommen. Die habe ich jetzt aber hier noch nicht aktiv, weil ich möchte nicht ohne Shader leben. Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich an diese Shader gewöhnt. Texturenpack habe ich gesehen, gibt schon das Update zu diesem Texturenpack. Sieht auch sehr geil aus. Aber es gibt noch keinen Shader für die 1.9. Und bevor es die nicht gibt, werde ich hier nicht updaten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Na, sieh mal einer an. Wer haben wir denn da? Da gibt es ja das neue Combat-System, in dem man auch ein Schild tragen kann. Leck mich fett, lalalala. Verdammt, wo bin ich? Bin ich da lang? Ist das da hinten vielleicht? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier eine gute Idee ist, da in diese Richtung zu laufen. War das... Da waren wir doch vorher, ne? Das war diese supergeile Höhle. Ach ja, noch zu Ostfront. Ich habe beschlossen in dieser Aufnahmesession, was eine lange Session werden wird, weil ich die Hoffnung habe, euch hier wieder mit Minecraft zu versorgen, habe ich wirklich die Wahl getroffen, Ostfront erstmal auszulassen. Weil ihr wisst ja, ich muss ja immer, ne, ich muss immer die Links dann an Out of Line schicken, also an den Vertrieb quasi. Damit die dann sagen, jo, wird nicht stumm geschaltet, beziehungsweise wird von der Stummschaltung wieder befreit. Bis ich jetzt das Wort gefunden habe. Dann, hier war ich nicht. Zombie? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Hier ist er eigentlich auch noch schön. Mir gefallen ja diese Bäume auch. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Ja, wie gesagt, ich lasse im Moment Ostfront-Musik hier raus. Also weder Endscreen noch in der Playlist. Das werde ich dann später wahrscheinlich wieder hinzufügen. Mal gucken. Aber jetzt erstmal nicht.
Einfach damit wir auch sicher nicht wieder noch Probleme haben, dass es stumm geschaltet wird und ihr dann wieder länger warten müsst, bis die Höhle kommt. Nee, bis das nächste Video dann kommt, mit Ton natürlich. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal raus, euch zuliebe. Ich persönlich hätte ja gerne Ostfront-Musik drin. Was ist denn da los? Da ist ja Lava. Lava doch nicht rum. Lava zieht mich ja magisch an. Muss ich gleich reinlaufen? Nee, lieber nicht. Auch wenn ich Lava-immun bin, muss ich ja das Glück nicht herausfordern. Ja, ich glaube, ohne Kompass ist das nicht so schlau, das, was ich hier tue. Und ich glaube, im Moment sollte ich den Rückweg noch finden. Die Frage ist, wie lange? Das sieht auch cool aus hier. Ne, Wüste und dazwischen so ein Bach. Ein Dirk. Hallo, Dirk. Ruhe in Frieden. Es gibt ja auch wieder Neuigkeiten bezüglich Gronkh, ne? Der hat ja inzwischen in der Zwischenzeit wieder angefangen, Minecraft zu Let's Playen, beziehungsweise Life in the Woods. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich gucke zwar nicht mehr so oft wie früher, weil, das ist, dafür habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit. Vor allen Dingen, seit ich ja selbst aktiv Let's Play, obwohl, jetzt hatte ich wieder ein bisschen Zeit, um zu gucken. Ich habe auch wieder ein bisschen geguckt. Aber grundsätzlich ist die Zeit ja eher begrenzt. Mit Schule, Arbeit und Selbstaufnahme. Scheiße, wo bin ich denn hier? Wo war denn das? Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht sehe ich es ja von da. Aber ich glaube, wir sind damals auch ziemlich weit gelaufen. Damals, sagt er, ne? Damals. Ja, wir sind ja schon 4 Jahre am Let's Playen hier. Nee, aber wir sind tatsächlich langsam, aber sicher auf dem Weg zu unserem Einjährigen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich damals durchgelaufen bin. Ich laufe mal lieber wieder ein bisschen zurück, ne? Sonst komme ich ja gar nicht mehr nach Hause. Ja, das ist halt jetzt, die ersten paar Folgen sind wahrscheinlich jetzt eher so ein bisschen Plauderfolgen, weil ich hatte echt Entzug. Das kann man wirklich so sagen. Ich hatte wirklich Entzug. Ich habe mich so an diese Aufnahmen gewöhnt, ne? Vor allem Minecraft ist für mich ja wirklich so ein Ding, wo ich über alles quatschen kann, was mir gerade so einfällt und was mich beschäftigt und was ich erlebe und so weiter und so fort. Und deswegen macht mir Minecraft auch irgendwie am meisten Spaß, selbst wenn ich gar nichts baue. Selbst wenn ich jetzt wie hier einfach nur in der Gegend rumlaufe, ist das Gequatsche, ist irgendwie cool, ne? Das mache ich irgendwie gerne. Scheiße. Ich habe langsam das Gefühl, ich werde mich hier irgendwie noch verlaufen. Vor allen Dingen wird es jetzt Nacht, das heißt, wir kriegen Besuch. Das ist nicht so schön, ne? Und ich rede auch wieder durcheinander. Ich wollte doch vorhin über das neue Update ein bisschen quatschen und jetzt bin ich schon wieder voll weg vom Thema und habe jetzt gekonnt den Weg zurückgefunden. Es gibt ja jetzt auch irgendwie so Capes, mit denen, also ich weiß nicht, ob das Cape heißt, ich sag das jetzt einfach mal so, wo man die Möglichkeit hat, quasi von irgendwo runter zu schweben. Finde ich eine coole Sache. Werde ich ganz bestimmt irgendwann mal testen, wenn wir dann auch mal bei 1.9 sind.